Der Golf 8, der ist nicht nur digitaler als jemals zuvor, sondern auch elektrischer als jemals zuvor. Der Golf ist das umfangreichste hybridisierte Modell der Marke Volkswagen. Pünktlich zum Verkaufsstart von E-Hybrid und GTE sind wir wieder nach Wolfsburg gereist und haben uns die zwei neuen, die Newcomer, mal genauer angeschaut. Die Zahl der Förderanträge für Elektroautos ist so hoch wie nie. Beste Voraussetzung für die neuen Hybridmodelle des Golf 8. Allen voran der nagelneue E-Hybrid mit 80 km rein elektrischer Reichweite und mehr Leistung als man zunächst denkt. 204 PS und 350 Newtonmeter. Reicht nicht? Na dann kommt hier der Golf GTE. Quasi ein GTI im Blaumann-Anzug. Er leistet 245 PS und 400 Newtonmeter und schafft rein elektrisch 60 km. Egal ob es ein E-Hybrid oder ein GTE ist, jetzt schauen wir genauer hin. Vieles ist neu am Golf 8 und es gibt sogar ein neues Modell, der E-Hybrid. Ja, er nutzt denselben Antriebsstrang wie der Golf GTE, ist aber insgesamt komfortabler abgestimmt. Ja, er ist nicht ganz so sportlich und das zeigt er auch optisch schon. Er spielt nicht ganz so die Dynamikkarte mit roten Bremssätteln etwa oder ein Wabengitter vorne. Das hat er alles nicht. Er ist eher so der normalere Zeitgenosse. E-Hybrid steht hinten drauf, daran kann man ihn erkennen. Und trotzdem hat er über 200 PS, 204 PS Systemleistung. Ich finde, das sieht man ihm gar nicht an und das macht mich ziemlich neugierig. Ich will den jetzt mal fahren. Wo liegt denn der Unterschied zum Golf GTE? Ganz klar, er ist der effizientere, komfortablere. Er hat denselben Antriebsstrang wie der Golf GTE. Okay, selbe Lithium-Ionen-Akku, 13 Kilowattstunden. Er hat selben 1,4er TSI-Motor unter der Haube, dieselbe E-Maschine. Also alles relativ identisch, aber er ist einfach anders abgestimmt. Komfortabler, effizienter. Deswegen haben wir hier auch die Möglichkeit, 80 Kilometer rein elektrisch zu fahren und nicht nur in Anführungszeichen 62 wie beim Golf GTE. Der ist für mich so ein bisschen ja, der Golf im Schafspelz, denn 204 PS, damit rechnet man wirklich nicht. Also wenn ich hier jetzt mal voll drauf latsche, da schadet er schon ein bisschen mit den Hufen. Er ist insgesamt ein bisschen softer abgestimmt, ein bisschen mehr Wankbewegung haben wir hier. Er ist ein bisschen weicher, auch trotz DCC-Fahrwerk. Wenn wir hier mal ins Menü reingehen, dann können wir sagen, okay, ich möchte rein elektrisch fahren, dann schaltet sich der Verbrennermotor ab. Und dann ist wirklich alles sehr, sehr ruhig. Ich kann aber auch hier auf Hybrid gehen, dann schaltet sich der Verbrenner hinzu und ich kann den aktuellen Ladestand anpassen. Ja, ich kann ihm sagen, hey, bitte mehr rekuperieren, mehr den Verbrenner laufen lassen, dann geht natürlich der Benzinverbrauch hoch und dann wird der Ladestand angepasst. Ich kann aber auch sagen, hey, immer die Batterie nur halb voll lassen und dann schaltet sich das System bzw. der Verbrennermotor zu, wenn es benötigt wird. Anders als die e-TSI Mild Hybrid Modelle kann man den e-Hybrid derzeit nur in der Style-Ausführung bestellen. Der Kofferraum ist rund 100 Liter kleiner als beim normalen Verbrenner Golf, innen gibt sich der Golf solide. Die Ergonomie ist super, an das viele Hartkunststoff und die Bedienung muss man sich jedoch gewöhnen. Dank voll digitalem Cockpit sind auch viele Spielereien möglich. Die Darstellung des Tachos kann zum Beispiel vielseitig geändert werden, so auch das ambiente Licht. Ein Blick unter die Haube offenbart den 1,4er TSI. Die Leistungselektronik der E-Maschine ist teilweise an den orangenen Kabeln erkennbar. Geladen werden kann der 13 Kilowattstunden Akku nicht nur während der Fahrt, sondern natürlich auch per Kabel. Wir können mit ihm 80 Kilometer weit rein elektrisch fahren. Wenn der Akku mal leer ist, dann können wir ihn über diese Klappe hier an der Seite laden. Deswegen haben wir auch kein Emblem. Und dann nehmen wir natürlich unser Kabel, stecken es hier rein. So einfach ist das. Lämpchen leuchtet, alles gut. Alles gut auch beim GTE. Er mimt die sportliche Speerspitze der Golf-Hybrid-Modelle. Mit ihm ist man fast auf dem sportlichen Niveau des GTI, jedoch birgt der Hybridantrieb auch jede Menge Vorteile. Wenn ich sportlicher Golf sage, an was denkt ihr da? GTI, R? Verständlich, doch in die heutige Zeit passt besser etwas mit einem E-Motor, findet ihr nicht? Vielleicht ein Hybrid-Modell? Richtig, und deswegen haben wir uns den hier geschnappt, ein Golf 8 GTE, der hat mächtig Bums unter der Haube. 1,4er TSI und E-Motor, die beiden generieren 245 PS und 400 Newtonmeter. Damit ist er so stark wie ein GTI, allerdings hat der hier sogar ein bisschen mehr Drehmoment, 30 Newtonmeter an der Zahl. Da stellt sich mir die Frage, ist er vielleicht sogar der bessere GTI? Gucken wir mal.
auf die Frage, ob er eine Alternative zum GTI ist, kann man nur sagen, bedingt. Er macht unheimlich viel Spaß. Er geht auch wirklich, wirklich flott zu Werke. Also dieser E-Boost, diese E-Maschine in Kombination mit dem Verbrenner, die hat wirklich einen sehr, sehr krassen Effekt, muss ich sagen. Also längsdynamisch würde ich nicht denken, dass er langsam ist. Auf dem Datenblatt sieht es anders aus, denn der GTE, der beschleunigt in 6,7 Sekunden auf 100 km/h. Der GTI ist da fast eine halbe Sekunde schneller, 6,3 Sekunden. Das liegt aber daran, dass der GTE eben auch dank Akkus und so weiter ein bisschen schwerer ist, rund 150 Kilogramm. Die müssen natürlich auch in Wallung gebracht werden. Nichtsdestotrotz ist er wirklich toll zu fahren, auch wenn er im Vergleich zu einem GTI ein kleines bisschen softer ist vom Gefühl her. Der untersteuert ein bisschen mehr, wenn ich ihn in eine Kurve reinzirkel. Also da bleibt der GTI wirklich, wirklich sportlicher. Was die Effizienz angeht, die Sparsamkeit, was den Kaufpreis angeht, ja, das alles ist natürlich zugunsten des GTE, weil wir haben hier die E-Kaufprämie, wir versteuern ihn nur mit 0,5%, wenn es ein Firmenwagen ist, ja, und wir können auch lokal emissionsfrei fahren. Sieht der nicht scharf aus? Ne? Während der GTI ja rot hat, ist beim GTE alles blau. Aber in Sachen Leistung steht er dem Original, der Ikone, in nichts nach. Auch er hat hier unten die 5-Punkt-Lichtsignatur, die Nebelscheinwerfer, die optional sind. Auch er hat hier das LED-Lichtband in der Front, wie gesagt, mit einer blauen Zierleiste. Auch er hat rote Bremssättel. Wenn wir mal mitkommen, hier können wir es schön sehen. Was bei ihm aber fehlt, ist das Emblem an der Seite zum Beispiel. Da haben wir nämlich die Klappe, wo wir ja laden können. Ansonsten sieht er optisch sehr, sehr ähnlich aus wie der GTI. Auch hinten haben wir zum Beispiel den Dachkantenspoiler des GTI. Der macht das Ganze schön dynamisch, vor allem in der Seitenansicht. Wenn wir weiter unten schauen, bekommt auch er natürlich den Schriftzug, die drei Buchstaben unterhalb des VW-Emblems natürlich in Blau. Und weiter unten haben wir die Auspuff-Endrohre, die sind aber nicht echt, die sind nur angedeutet. Echt ist dafür sein sportlicher Auftritt. Dass er nicht einfach nur irgendein Golfmodell ist, das zeigt er selbstbewusst. Seine besondere Lichtsignatur trägt einen ordentlichen Teil dazu bei. Wer die volle Dröhnung möchte, zahlt für IQ-Light und 5-Punkt-Nebelscheinwerfer rund 1500 Euro extra. Innentypisches Golfcockpit mit einer Prise Sport, tolles und griffiges Lederlenkrad, spezielles Tacho-Layout wie beim GTI und einteilige Sportsitze mit blauen Farbtupfern hübschen den Innenraum serienmäßig auf. Mit den neuen Hybridmodellen des Golf 8 ist für jeden etwas dabei. Sie sind stark, aber effizient, ziemlich sparsam und können im normalen Alltag fast gänzlich elektrisch bewegt werden. Noch dazu sind sie dank Fördermittel und geringerer Unterhaltskosten billiger als ein vergleichbarer Verbrenner. Warum also nicht Hybrid fahren? Welcher besser zu euch passt, entscheidet am besten ihr.